Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im Chemiontech-Kanal. Es geht weiter mit diesem Video hier. Und zwar haben wir hier ein paar Infinite Warfare, Call of Duty Infinite Warfare Fanartikel da, obwohl ich kein Fan von diesem Spiel bin. Also ich habe mir das Spiel zwar gekauft, ihr wisst, habe ein anderes Unboxing-Video noch im Channel, wo ich die Legacy Edition unboxe, aber ich habe auch dort gesagt, dass ich es nur für Call of Duty Remastered gekauft habe. Aber naja, kommen wir zu diesen Fanartikeln hier, was ich vor kurzem bekommen habe. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Infinite Warfare T-Shirt. Die gibt es, also ich habe die jetzt ganz zufällig mal in Größe L bekommen, das passt auch ganz gut. Ich weiß, dass es auch bestimmt in anderen Größen gibt, also zum Beispiel bei der Gamescom gibt es ja nur M und L T-Shirts, also war meine Erfahrung zumindest, was anderes habe ich da nicht gesehen. Und ja, L sage ich immer so, die Standardgröße für jeden irgendwie. Naja, Schlüsselanhänger sind noch dabei gewesen. Hier Call of Duty Infinite Warfare Schlüsselanhänger. Sieht auch wirklich eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Also der Schriftzug und so weiter passt einfach. Ansonsten haben wir hier nochmal so einen Kaffeebecher aus Glas. Können wir auch nochmal hier öffnen und gucken. Ja, also das sieht dann so hier aus. Also es ist wohl so eine Einheit beim Story-Modus von Call of Duty Infinite Warfare. Und ja, wenn man das hier dreht, also halt auf beiden Seiten, hat man das gleiche sozusagen. Genau, und hier auf der Verpackung hier nochmal so, vielleicht nochmal so eine Drehung und ja, also ja, mehr ist hier eigentlich nicht zu zeigen. Kommen wir doch noch ganz kurz zum T-Shirt hier. Wie gesagt, Größe L. Also kann man auch wahrscheinlich hier sehen, hier sind die ganzen Angaben. Ja, also large. Und ja, wenn man das hier so öffnet, also genau. Also da ist wirklich nichts weiter als dieser Call of Duty Infinite Warfare Schriftzug. Ja, auf der Rückseite befindet sich überhaupt nichts. Also auch nicht an den Ärmel oder sonst was. Alles halt nur. Also das ganze Spiel dreht sich eigentlich nur um die Vorderseite mit diesem Infinite Warfare Schriftzug. Genau. Dann bin ich auch eigentlich durch mit meinem ich sag mal Unboxing-Video. Ja, ein kleines Unboxing ist das schon hier von diesem Kaffeebecher hier aus Glas. Aber von diesem Call of Duty Infinite Warfare Fanartikel-Video war es das dann meinerseits. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme hier im Tech-Kanal. Auf Wiedersehen.